Oh yeah, Elektroschrott. Oh, goodie, 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 eine neue Mehlbacke. Haha. Diesmal von Herrn Sebastian N. aus B., der mir Elektroschrottgeraffel geschickt hat. Toll. Ja, pack ich mal aus, wa? Na, dann mal los. Mit meinem Profi-Werkzeug werde ich das Paket von Herrn Sebastian N. aus B. einfach mal, sobald ich herausgefunden habe, wo es am besten aufgeht, schlitzen. Oh, das sieht ja mal hier sehr gefährlich aus. Ich glaube, das ist fette Beute, wie man so schön sagt. Ich demonstriere das einmal so, bevor ich mal in die Einzelheiten hier gehe. Ja? Also ich sag schon mal danke, Herr N. aus B. Das ist ziemlich krass. Schauen wir doch mal, was wir hier alles haben. Wir haben als allererstes einen kleinen Brief hier. Oh, sehr schön. Ich muss mal schauen, ob ich das hier so zeigen kann, dass man es richtig erkennt. Das Zauberpony schenkt dem Mann mit der großen Nase Graffel. Großartig. Danke, liebes Zauberpony. Und die große Nase, ne? Gut. Also, fangen wir mal an. Wir haben hier eine Fernbedienung. Großartig. Skymaster. Sogar noch mit Batterien. Da muss ich nachher mal schauen. Vielleicht ist da sogar noch Saft drauf. Prima. Fernbedienung. Dann, sehr schön. Ja, nachdem ich ja gerade einen Funkwecker baue, ist natürlich so ein Crown-Radiowecker hier eine ganz großartige Angelegenheit. Ich denke, den werde ich nachher einfach mal auseinandernehmen. Das schauen wir uns noch an. Wow. Was zum Teufel? Ein Standalone-Faxmodem der Marke Interspeed. Ich sag's mal so, mindestens das serielle Kabel werde ich schon für irgendwas gebrauchen können. Das Modem selbst, ich vermute mal, aufmachen, gucken, was drin ist. Dann ein T-Sinus Data hat ein USB dran. Man soll die Bedienungsanleitung bedingsen. Ich vermute mal irgendwas mit, es hat eine Mac, also es muss wohl sowas wie eine USB-Netzwerkkarte für WLAN sein. Ja, Sachen gibt. Noch eine Fernbedienung. In diesem Fall, wenn mich nicht alles täuscht, sieht aus wie eine programmierbare oder so ähnlich. Mit Batterien drin. Klasse. Mein Gott, was hat der Typ für einen Schrott bei sich rumliegen? Druckerkabel. Hervorragend, insbesondere wenn man schon seit 8000 Jahren keinen Drucker mit Parallelport mehr hat. Hm. Oh, das ist ja putzig. Eine Jenoptik, Jendigital, irgendwas. Made in China. Gehören tatsächlich Batterien rein und immerhin schon eine SD-Karte. Kann also so fürchterlich alt gar nicht sein. Ist sowas wie eine Digitalkamera. Das Ding hier, das werde ich meiner Frau vermachen. Die sammelt nämlich Digitalkameras. Und ich glaube, so ein richtiges Stück Scheiße wie das hier hat sie noch nicht. Aber immerhin mit dem Täschchen. Ne? Cool. USB-Steckernetzteil. Ich werde im Gedenken an das Zauberpony genau dieses Steckernetzteil hier für meinen Funkwecker verwenden. Ey, 1000 mA, kann sogar einigermaßen Strom absondern. SCART-Kabel. Super, ich habe ja keine SCART-Kabel, nur 100 davon. Aber mir wird dazu schon irgendwas einfallen, beispielsweise Wertstoffhof. Dann. Na super, das ist ein USB auf Seriell-Konverter.
Was besonders deswegen klasse ist, weil ich erst vorletzte Woche so einen gekauft habe bei eBay. Das hätte ich mir sparen können, aber jetzt habe ich zwei. Ist ja auch nicht schlecht. Steckernetzteile. Wir haben ja eine ganze Menge Steckernetzteile. Ich sage hier mal wunderbare Namen auch. Das hier ist ein Steckernetzteil von Chongqing. Ich meine, manchmal ist die Realität wirklich besser als jedes Klischee. Firma Chongqing gibt mir hier 9 Volt bei 200 mA. Na ja, gut, nun kann man das nicht mal gebrauchen. Firma DVE gibt mir hier 12 Volt bei 1000 mA. Das ist gar nicht mal so schlecht. Schön stabil. Dann, um Gottes Willen, was ist das denn? Ich muss hier mal die Entwirrung zelebrieren. Das gehört irgendwie alles zusammen hier. Hier geht es offensichtlich ans Autostromnetz. Und hier hat man einen Ausgang für Strom. Und hier kann man auf dem Gerät diverse Spannungen einstellen. Ich würde also mal vermuten, dass es irgendwie regelbares Universal-Autonetzteil für 12 Volt Bordnetz auf whatever. Das kann ich bestimmt nochmal gebrauchen, das ist cool. Ein Adapter der Firma Everglow. Ich finde es wirklich ganz ausgezeichnet, wenn ein Netzteil Everglow draufstehen hat. Ich könnte mir vorstellen, das wird im Betrieb ziemlich warm. Ah, okay, der war sparsam, der Joke, aber 12 Volt bei 1 Ampere, da geht schon wieder einiges. Noch ein Netzteil. Firma Sage Power. Ne? Ich stehe ja auf Salbei. 15 Volt bei 1,2 Ampere. Schaltnetzteil sogar. Warum nicht? Da hier noch mehr Steckernetzteil. 6 Volt bei 150 mA. Auch gut. Why not? Ein Sony Mobiltelefon. Ihr werdet lachen, genau so eins hatte ich vor. Nee, ich hatte keins. Theos hatte eins. Mit dem noch dazugehörigen Original Sony Netzteil. Wahrscheinlich funktioniert das Ding sogar noch, aber ich habe so meine Zweifel dran, dass ich das noch benutzen will. Ist nicht direkt ein Ersatz für mein Android-Smartphone. Noch ein Steckernetzteil. Hier haben wir 5 Volt bei 1,3 Ampere. Geil! Das hier ist cool, das ist ein Favorite. Das hier sieht verdächtig nach Notebook-Netzteil aus. Von Gentech Technology. Und zwar 5 Volt bei 2 Ampere und 12 Volt bei 2 Ampere. Sehr geil. Genau sowas braucht man bei der Bastelei eigentlich immer wieder. Ich versuche das hier vor die Kamera zu bringen. Ist gar nicht so einfach, genau. So. Das kann man immer wieder gebrauchen. Super Ding, danke Zauberpony. Wow, was ein Haufen Geraffel. Und naja, ich hatte ja versprochen, dass es dem Radiowecker jetzt an den Kragen geht. Und genau das passiert jetzt. Ich räume jetzt den ganzen Scheiß hier weg und dann sehen wir uns wieder und ich stoppe mit Radiowecker auf. Ich hatte versprochen, dass dieser Radiowecker hier dran glauben muss. Und genau das passiert jetzt. Ausnahmsweise werde ich es nicht so machen, wie ich es normalerweise mit Switches mache. Ihr wisst ja, der Switch als solcher hat bei mir kein leichtes Leben und wird in erster Linie mit dem Hammer geöffnet. Heute machen wir das mal ganz traditionell mit dem Schraubenzieher. Sogar mit ganz feinem Werkzeug hier. Ich bin übrigens nicht gekocht worden. Ich bin auch nicht mal mit einem Krebs verwandt oder sowas in der Richtung. Die extrem rote Farbe meiner Hände kommt davon, dass der Weißabgleich von der Kamera bei Kunstlicht irgendwie völlig für den Po ist. Ich weiß immer noch nicht so ganz genau, welche Kamera ich am besten verwenden soll. Die Kodak hat die allerletzte scheiß Software. Die Sony hier hat den allerletzten scheiß Weißabgleich. Ja, es ist zum Heulen. So. Oh, das sieht aber richtig hübsch aus. Was haben wir denn hier, wenn man mal so reinschaut? Ich drehe es mal so, dass ihr es richtig sehen könnt. Ich sehe hier in erster Linie einen ganzen Haufen Trimpotis. Die werde ich wahrscheinlich auslöten. Die kann ich gut gebrauchen. Dann haben wir hier unten so ein paar Schiebepotis. Beziehungsweise, hier sind Schalter. Die sind super. Oh, Mehrfachpositionsschalter mit so einem Teilen drauf. Die werde ich mir auch auf jeden Fall auslöten. Dann, das hier sind einfache Folientaster. Da waren oben auf dem Gehäuse waren da diese Bedienungsteile.
Ja, so ein paar Kondensatoren, ein paar Transistoren, ist alles ziemlich billig. Das sieht aus, als wäre das Anfang der 80er Jahre in guter Kinderarbeit in China gemacht worden. Den Lautsprecher hier, oh, den kann ich auf jeden Fall gut gebrauchen, den werde ich nachher auch noch ablöten. Also ich werde euch jetzt ersparen, dass ich meinen Lötkolben raushole und hier irgendwie Teile raushole. Das müsst ihr nicht unbedingt sehen. Aber ich schaue mal, ob ich die Platine hier irgendwie noch besser rauskriege. Da muss doch noch was gehen. Ich sehe mal leider keine Schrauben mehr, die von oben zugänglich sind. Doch hier. Da ist eine. Und hier ist eine. Oh, verdammt, da war roter Schutzlack drauf. Ich glaube, jetzt ist die Garantie futsch. So ein verfluchtes Elend. Wenn jetzt was kaputt geht. Na, hier ist auch noch eine. Sehr schön. Dann baue ich noch einen Trafo aus, dann haben wir es ganz auseinander. So. Oh, das sieht ja nicht sehr vertrauenserweckend aus. Keine Schutzerde oder so. Das hier ist einfach nur, ne, der optionale 9 Volt Batterieanschluss. Das ist gut. Diese Teile hier kann man ja auch immer sehr, sehr gut gebrauchen. Diese Klemmen für die 9 Volt Batterien. Die werde ich mir auf jeden Fall hier gleich mal. Oh, wo ist die Knipex? Da brauche ich keinen Lötkolben, da brauche ich nur die Knipex. Zack, meins. Ja, genauso hier mit dem Lautsprecher. Das lohnt sich eigentlich auch nicht, da großartig rumzulöten. Lautsprecher, meins. Was haben wir hier? 8 Ohm, 0,5 Watt. Ne? Reicht doch. Ja, dieser kleine Netztransformator hier ist natürlich allerliebst. Ich habe eine Lebensversicherung. Das heißt, ich kann auch durchaus mal mit Netzspannung experimentieren. Sagt nicht meiner Mutter, dass ich sowas gesagt habe. Die flippt völlig aus. Ja gut, da werde ich hier erstmal diese Tochterplatine rausschrauben, auf der die Folienschalter sind. Ah ja. Diese Folienschalter sind hier mit so einer, ja, mit so einem ziemlich fiesen Kabel dran. Das werde ich wahrscheinlich hinterher mal auslöten. Muss ich mal gucken. Darunter ist tatsächlich die einzige integrierte Schaltung, die ich hier gesehen habe. Ich habe jetzt gerade keinen Rechner an, um nachzuschauen, was das genau ist. Der Chip ist ein TMS irgendwas, Philips, Philippinen. Ist nicht gesockelt. Muss ich nachher mal schauen, was es genau ist, ob es sich lohnt, den tatsächlich vielleicht auszulöten. Also was ich auf jeden Fall auslöten werde, sind die von Xingheng Electronics hergestellten Trimpotis, von denen hier ungefähr 1000 drauf sind. Und ich glaube hier dieses Stellrad, diesen großen Poti, den werde ich mir wahrscheinlich auch rausnehmen. Der sieht eigentlich auch ziemlich cool aus. Das wird wahrscheinlich, das ist die Lautstärke, der hat auch einen Schalter. Geil. Ja, ob ich hier den Regler für, da muss ich mal schauen, der ist hier unter jede Menge Klebegang irgendwie. Das ist, glaube ich, es lohnt sich nicht, den zu retten. Aber es sind eine Menge Teile drin, die man definitiv irgendwie rausklauen kann. Auch schon ein paar, die ich gerade schon gesagt habe. Super geile einlagige Platine. Wenn man sich das mal anschaut, da sind überall noch Reste vom Lötfett dran. Ja, also das ist definitiv handgelötet. Ja, gute chinesische Handarbeit. Naja, lange her. Dürfte wahrscheinlich irgendwo aus den 80ern sein. Mal gucken, ob ich irgendwo vielleicht rauskriege, wie ich dieses Display hier ansteuern kann, weil ich glaube, das ist eigentlich ziemlich cool. Ja. Naja, da werde ich ein paar Fotos von machen und dann muss ich mal schauen, wie das da genau gemeint sein könnte. Ein paar Pins sind nicht benutzt. Dann sieht man hier hinten sind so ein paar einzelne Pins. Zwei sind hier verbunden, da will ich mal auf Masse tippen. Dann kommt einer von hier. Naja, ich werde ein paar Fotos davon machen und dann werde ich mal gucken, ob ich es reverse engineeren kann. Aber alles in allem,
dem Zauberpony seinen Radiowecker hat definitiv ausgeweckt. Und mit diesem definitiv sich ausgeweckt haben, hat sich auch für diese Mehlbacke mal wieder. Ich würde mich sehr drüber freuen, wenn ihr die Adresse, die ich unter diesem Video verlinke, benutzen würdet, um mir auch ein Päckchen zu schicken. Dann nehme ich auch euer Geraffel auseinander. Vor laufender Kamera. Mit der Nase. Mit Nasenintro. Und tja, jetzt bleibt mir eigentlich nur noch, den Lötkolben anzuheizen, noch ein paar Teile hier auszulöten. Und dann geht der Rest zum Wertstoffhof. Bye, bye.